Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir das einfachste Weißbrot ever, das auch zudem super lecker, knusprig, fluffig schmeckt. Ich brauche dazu 600 Gramm Weißmehl. In der Schweiz verwenden wir gerne Halbweißmehl, das wäre Weizenmehl Typ 812. Kannst du selber entscheiden, welches das du nimmst. Du kannst auch das 550er nehmen, das ist auch kein Problem. 400 Gramm Wasser, 1 Gramm Hefe, 12 Gramm Salz, das war's mit den Zutaten. Das ist ein Brot für jedermann. Oder wenn du geübter Bäcker bist und es mal einfach haben willst, dann ist dieses Brot hier auch perfekt, mit keinem Aufwand oder Schwierigkeit verbunden. Ich nehme jetzt hier einen Teil vom Wasser, gebe die Hefe dazu, 1 Gramm, falls du keine Waage hast, das hat etwa die Größe einer Erbse. Löse die Hefe auf. Gleich ans Mehl geben, genau das gleiche mache ich mit dem Salz. So habe ich die Sicherheit, dass alles schön verbunden ist und aufgelöst ist, denn der Teig hier wird nicht geknetet, nur gemischt. Restliches Wasser dazu. Mit der Hand reingehen, alles durchmischen. Ich mache hier immer die Hand so auf und zu. Dann merke ich, ob ich irgendwo noch Mehlklumpen habe. Und wenn alle Mehlklumpen verschwunden sind, der muss nicht glatt sein, darf nicht glatt sein bei dieser Methode, gebe ich den in ein Teigbecken rein, das ich ausgefettet habe. Klar, du könntest ihn auch hier in der Schüssel lassen. Ich arbeite gerne mit diesen Teigbecken. Mit einem Teigtuch zudecken und der Rest erledigt die Zeit. Den lasse ich jetzt 10 bis 12 Stunden hier in der Küche stehen. In der Zwischenzeit einmal denen umfalten, falls du zu Hause bist, dann ist es vom Vorteil. Wenn du im Bett bist, musst du es auch nicht machen. Ich würde sagen, so eine Stunde danach das erste Mal denen umfalten, zwischendurch nochmal und eine Stunde, bevor du formen willst, auch nochmal denen umfalten, wäre optimal. Der Teig liegt jetzt eine Stunde hier bei Zimmertemperatur. Zeit zum denen umfalten, kurz die Hände etwas nass machen. So, Folie weg und das hat noch nicht viel mit Teig zu tun und jetzt durch das Dehnen und Falten, guck mal, wie schön glatt das der wird. Glutengerüst bildet sich hier auch mit der Zeit. Wir müssen gar nicht viel machen, gar nicht viel kneten, so ein paar Mal reindrücken. Wunderbar. Diesen Prozess einfach noch 2-3 Mal wiederholen während der Gare und dann habe ich einen schön glatten Teig. Der konnte jetzt über Nacht wunderschön aufgehen. Den habe ich 1-2 Mal gedehnt und gefaltet. Du musst auch mit dem Dehnen und Falten nicht aufstehen, logischerweise, einfach bevor du ins Bett gehst. Und dann einfach am Morgen noch einmal, so eine Stunde, bevor du formen willst. Oder umgekehrt, du kannst den Teig am Morgen ansetzen, bevor du zum Haus rausgehst, noch einmal Dehnen und Falten. Und wenn du nach Hause kommst, den Rest erledigen. Wie es für dich passt, das ist eine einfache Methode. Da ist jetzt sehr viel passiert im Teig. Die Hefe lässt den Teig schön aufgehen. Und die sogenannten Foodmaps, vielleicht schon mal gehört, das sind langkettige Kohlenhydrate, die sich nicht so gut verdauen lassen. Es gibt teilweise Brotsorten, die nicht so verträglich sind. Und meistens liegt das an der Fermentation, zu wenig lange Zeit gelassen. Und hier hast du dieses Problem nicht. Dieses Brot hier wird wunderbar verträglich sein, obwohl es ein Weißbrot ist. Ich mache jetzt 2 gleich große Stücke raus. Du kannst auch nur ein großes Brot machen, wie du lieber willst. Hier wieder durchs Mehl durchschleifen. Richtig, man darf es hören. Dann ziehe ich das so nach hinten runter. So leicht oval sollte es sein, nicht zu lange. Leicht oval, überall so reinschlagen. Jetzt mit den Fingern so aufziehen. Mit den Fingerspitzen gehe ich hier unten rein und drücke schön zusammen.
jetzt noch leicht in die Länge formen. In die Länge formen tue ich mit den Daumen vor allem unten rein, damit ich unten einen schönen Schluss habe. Und dann der Rest ist so diese Rolltechnik. Etwas Mehl auf ein Teigtuch. Teigstücke absetzen. Zweites Stück auch noch formen. Hier muss ich schön im Mehl arbeiten. Der Trick ist eigentlich, dass das oben hier nicht klebt, dass das trocken ist. Dann gehe ich weg vom Mehl. Und diese Seite, der Schluss unten, der muss nass sein, sonst bringe ich das unten nicht zusammen und es klappt mir dann immer so hoch. Auch auf ein Teigtuch setzen, lege ich leicht zusammen. So, jetzt lasse ich mir die Brote nur noch 20 bis 30 Minuten aufgehen. In der Zwischenzeit heize ich den Ofen auf 230 Grad vor. Hier ist die Devise, je länger die Gare am Stock, die sogenannte Stockgare, desto kürzer die Stückgare, nachdem es geformt ist. Wenn ich die zu lange mache, dann läuft das gerne breit. 20 Minuten später, Teig ist ready für den Ofen. Die nehme ich mir jetzt vorsichtig hier auf den Schießer rüber. Scharfes Messer nehmen, 45 Grad Winkel, also nicht senkrecht, sondern ablegen und einmal so übers Brot rüberziehen. Ab in den Ofen damit. Ofen ist auf 230 Grad vorgeheizt. Die schiebe ich mir jetzt hier ab. Wasser aufgießen und erstmal für 20 Minuten bei 230 Grad backen. Nach 20 Minuten allen Dampf ablassen und guck dir mal, wie schön, dass die Brote jetzt aufgezogen haben. Das ist, weil ich die Stückgare nur kurz gemacht habe. Wenn ich eine Stunde gewartet hätte, dann wären die eher flach. Und klar, der Ausbund könnte aus Bäckersicht etwas intensiver, ausgeprägter sein, aber es ist ein Alltagsbrot, gelingt mir auch nicht immer. Du hast es vielleicht gesehen, vor dem Backen war es ein bisschen klebrig, ich konnte es nicht so schön einschneiden, wie ich wollte. Das passiert halt. Auch ein Appell an alle Hobbybäcker, macht euch keinen Kopf, auch mir passiert das, dass ich nicht immer die perfektesten Brote rausziehe. Andere, die mich vielleicht noch nicht so lange verfolgen, die sehen vielleicht hier aktuell noch gar keinen Unterschied. Aber was mache ich jetzt hier? Temperatur auf 190 Grad reduzieren und nach 20 bis 25 Minuten knusprig auspacken. So, richtig schön goldgelbfarbene Brote nehme ich hier zum Ofen raus. Die lasse ich mir jetzt auskühlen, auf ein Gitter schieben und warten, bis wir es anschneiden können. Schneiden wir uns das Brot an. Wie gesagt, du kannst ja auch ein großes machen oder zwei kleine. Wunderschöne Farbe, richtig toller Glanz. Knusprige Kruste. Und guck mal, wie schön luftig das ist. Schön luftige Krume. Duftet richtig gut. Zartsplitternde Kruste, knackig und trotzdem ein aromatisches Weißbrot, nicht langweilig zum Essen. Ein einfaches Rezept, gelingsicher umsetzbar. Damit entlasse ich dich und wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Schreib mir unbedingt eine Rückmeldung, willst du mehr so einfache Rezepte sehen? Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.